Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von U1 Aktuell. Nachdem wir in den letzten Wochen zum Thema Corona direkt aus dem Studio gesendet haben, möchten wir uns jetzt wieder etwas anderen Themen widmen. Das Thema Corona wird uns aber trotzdem weiterhin auch in der Berichterstattung begleiten. In den vergangenen Wochen wurden wir großartig unterstützt durch die Gebärdensprachdolmetscherin Daniela Rabe-Driessen. Dafür an dieser Stelle unser Dank. Die heutige Sendung wird erst später in Gebärdensprache übersetzt und wird dann auf unserem YouTube-Kanal vorliegen. Hier der Themenüberblick. Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft zum Thema Lebensmittelverschwendung. Neue Ausstellung im Stadtmuseum. Weser-Ems-Hallen in der Corona-Krise und Fridays for Future in Zeiten von Corona. Am 2. Mai war der Tag der Lebensmittelverschwendung. Das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft, das die Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Oktober eröffnet hat, hat an diesen Tag besonders erinnert und Tipps gegeben, was jeder Einzelne tun kann, um verantwortungsvoll und nachhaltig mit Lebensmitteln umzugehen. Unsere Kollegen Sabine Molitor und Frederik Britz waren für Sie unterwegs. Spätestens seit der Dokumentarfilm Taste the Waste 2011 die hässlichen Bilder an die Öffentlichkeit gebracht hat, weiß jeder, dass Lebensmittelverschwendung in der Konsumgesellschaft von heute ganz selbstverständlich ist. Ein Drittel der Lebensmittel, die vom Feld kommen, werden zu Müll. Zehn hat in diesem Jahr ganz besonders an den Tag der Lebensmittelverschwendung erinnert. Zehn steht für Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, ist eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer und wird geleitet von Rieke Bullwinkel. Der Tag der Lebensmittelverschwendung selbst wurde vom WWF ins Leben gerufen. Und der 2. Mai ist der Tag, der aussagt, dass alle Lebensmittel, die bis dahin des jeweiligen Jahres produziert wurden, in die Tonne wandern. Ein ethisches und ökologisches Problem. Ja, Lebensmittel entstehen ja nicht aus dem Nichts. Die Produktion und auch die Verarbeitung von Lebensmitteln, dazu werden Ressourcen benötigt wie Energie, Wasser und auch Fläche. Und diese Ressourcen, die würden dann, wenn ich das Lebensmittel verschwende, ja nun auch verschwendet werden. Und das ist ökologisch gesehen das Problem, ja. Dass sich das Zehn damit beschäftigt, hat den Hintergrund, dass das Thema Jung und Alt erreichen soll. Es soll über die Schulen, Restaurants und Großküchen transportiert werden. Aber auch jeden Einzelnen erreichen, denn gerade in der Hauswirtschaft ist der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln aus dem Bewusstsein gerückt. Also wir wollen so ansetzen, dass wir die Lebensmittelwertschätzung steigern wollen. Denn ich denke, wenn ich weiß, wie viel ein Lebensmittel wert ist, dann kann ich auch gehe ich ganz anders damit um. Und wir wollen Alterskompetenzen in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft vermitteln, um zu vermitteln, was kann ich überhaupt mit dem Lebensmittel tun? Wie kann ich die Qualität bewerten? Das sind alles Dinge, die in den letzten 10 Jahrzehnten verloren gegangen sind in der Bevölkerung. Und so wollen wir angehen. Wir haben Informationsangebote auf unserer Homepage und auf unserem Instagram-Kanal. Und wir machen auch auf bestehende Informationsangebote in Niedersachsen und darüber hinaus aufmerksam, um eben komplett das Thema für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das Zehn legt zum Beispiel die App Zu gut für die Tonne oder auch Too Good To Go nahe. Das sind zwei tolle Apps, die dem Verbraucher helfen, Lebensmittelretter zu werden oder Lebensmittelreste zu verwerten. Die App Zu gut für die Tonne zum Beispiel ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist ein Verzeichnis von verschiedenen Resterezepten, kann man sagen. Und ich kann dort meine privaten Reste individuell verarbeiten. Also jetzt ist zum Beispiel gerade Grillzeit, nehmen wir das mal. Wenn ich Grillfleisch vom Vorabend überhabe, dann kann ich dieses Stichwort Grillfleisch in die App eingeben und mir werden Vorschläge gemacht, wie ich dieses Grillfleisch in leckeren und pfiffigen Rezepten verarbeiten und verwerten kann. In Too Good To Go stellen Betriebe wie Bäckereien oder Restaurants Lebensmittel ein, die dann abends nach Geschäftsschluss günstig erworben werden können. Dann gibt es noch foodsharing.de, eine Plattform, wo es um Lebensmittelverteilung an zentralen Orten geht. Wenn Corona nicht wäre, hätte das Zehn umfangreicher auf den Tag aufmerksam gemacht. Das wird nun im September nachgeholt. Ja, im September ist erstmalig eine bundesweite Aktionswoche unter dem Motto Deutschland rettet Lebensmittel geplant. Und das Zehn wird für das Bundesland Niedersachsen die Koordination übernehmen. Es ist so geplant, dass verschiedene Akteure an diesem Tag Aktionen und Informationen streuen in Niedersachsen, um auf dieses Thema in dieser gesamten Woche aufmerksam zu machen. Außerdem haben wir im Herbst noch darüber hinaus einen Schulwettbewerb, einen Ideenwettbewerb für Schulen geplant. Schülerinnen und Schüler werden aufgerufen, Ideen zu entwickeln, wie das Thema Lebensmittelwertschätzung auch für andere aufbereitet werden kann und sie dafür zu sensibilisieren. Zudem kann man dann auch das Zehn kennenlernen. Die Einrichtung gibt es erst seit Oktober. Kontakte zu Lebensmittelrettern in Oldenburg bestehen aber schon.
wie etwa die Schnibbeldisco, wo es um die Verarbeitung von Feldfrüchten geht, die ihren Weg nicht in die Geschäfte finden, weil sie nicht der Norm entsprechen. Oder etwa zur Oldenburger Gruppe von foodsharing.de. Generell geht es dem Zehn um die bessere Wertschätzung von hauswirtschaftlichen Kompetenzen. So wie es derzeit aussieht, können Museen in den nächsten Tagen wieder eröffnen. Das ideale Timing für die neue Ausstellung im Stadtmuseum. Denn es gibt in dieser Woche einen wichtigen Jahrestag. Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich am 8. Mai zum 75. Mal. In Oldenburg endete der Krieg faktisch bereits am 3. Mai mit dem Einmarsch der kanadischen Truppen. Die Ausstellung im Stadtmuseum möchte an diese Ereignisse an diesem Tag erinnern, aber auch den Wandel der Erinnerungskultur in den vergangenen 75 Jahren thematisieren. In Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Oldenburg am 3. Mai 1945 präsentiert das Stadtmuseum Oldenburg die Sonderausstellung 75 Jahre Kriegsende – Erinnerungskultur in Oldenburg. Aktuell ist auch das Stadtmuseum von den Corona-bedingten Schließungen betroffen. Sobald diese aufgehoben werden, wird die Ausstellung für Besucherinnen und Besucher bis zum 2. August 2020 zugänglich sein. In der Ausstellung geht es zum einen um das Kriegsende, als kanadische Truppen am 3. Mai widerstandslos die Stadt einnahmen, und um den Wandel der Erinnerungskultur über die letzten 75 Jahre bis heute. Leiter des Stadtmuseums Dr. Steffen Wiegmann erklärt die Motivation hinter der Ausstellung. Was hat das eigentlich noch für eine Bedeutung heute? Und was sagt einem so ein Gedenktag, ein Jahrestag der Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft noch? Deswegen haben wir den Titel auch so gewählt, wie wir ihn gewählt haben, Erinnerungskultur in Oldenburg. Wir werfen also einmal einen Blick auf die Ereignisse des 3. Mai und das Kriegsende hier in Oldenburg selbst. Wir wollen aber auch einen Raum schaffen für die Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Und vor allen Dingen wollen wir den Wandel dokumentieren, die diese Erinnerungen durchlebt hat. Oldenburg war damals zwar Gauhauptstadt, besaß militärisch aber keine größere Bedeutung. Ein Hauptgrund dafür, warum Oldenburg den so gefürchteten Luftangriffen der Alliierten zum größten Teil entging. Es gibt das Beispiel, dass sozusagen Bremen im Luftangriff angeflogen wurde und eine Bombe versehentlich Oldenburg dann getroffen hat hier und Zerstörung angerichtet hat. Insgesamt waren es tatsächlich zwischen 1941 und 1945 vier Luftangriffe, die hier stattgefunden haben und dementsprechend wenig Zerstörung mit sich zogen. Nur etwa 1,4% der Stadt waren nach dem Krieg zerstört. Ein Glück, von dem die Stadt laut Dr. Wiegmann bis heute profitiert. Wesentlich hat Oldenburg hat sehr viel vom Glück gehabt und sehr viel davon profitiert in der Stadtentwicklung, dass einfach so eine kontinuierliche, nahtlose Entwicklung wirklich über hunderte von Jahren möglich gewesen ist. Und das merkt man ja wirklich, das prägt Identität in dieser Stadt schon sehr stark, finde ich. Trotz der ausbleibenden Luftangriffe bestand die Gefahr, dass bei einer Verteidigung gegen die alliierten Truppen die Stadt doch noch zerstört werden würde. Selbst noch am 1. Mai wurden Deserteure auf offener Straße hingerichtet. Erst durch den Abzug aller Wehrmachtssoldaten und der Kapitulation durch den damaligen Oberbürgermeister Heinrich Rabeling geschah die Einnahme Oldenburgs friedlich. Dr. Steffen Wiegmann beschreibt die Situation in der Stadt, die beim Einzug der kanadischen Truppen vorherrschte. Man versuchte, sich darauf schnell einzustellen, man versuchte, weiße Laken aus dem Fenster zu hängen. Vereinzelt standen Menschen vor der Tür, viele blieben aber auch in ihren Häusern. Und die Kanadier kamen dann mit Weißbrot, Schokolade und Keksen. Und dann wurde eine andere Situation erzeugt, eine Erleichterung machte sich breit. Und das muss eine unglaubliche Situation gewesen sein, dieses Bewusstsein, dieser Krieg ist jetzt vorbei. Das Ende des Krieges war für die Menschen Befreiung und Niederlage zugleich. Zu der Unsicherheit über die Zukunft gesellte sich auch Erleichterung. Wenn man nicht dabei war, ist es heute sehr schwierig, sich in die Lage der Menschen damals hineinzuversetzen. Trotzdem können wir die Emotion auch heute, wenn auch in anderen Situationen, nachempfinden. Wenn man Angehörige hat, die vielleicht eine schwere Krankheit erlebten, die man lange gepflegt hat und die versterben, dann ist das auch ein Moment der Trauer, aber es ist am Ende auch ein Augenblick, wo etwas vorbei ist, etwas Furchtbares für den Menschen selbst, für einen selbst vielleicht, für den, der gelitten hat. Es gibt Situationen, will ich damit sagen, wo man heute noch sozusagen Bezüge zu seiner Emotion herstellen kann. Das können andere Kontexte sein, aber man kann durchaus etwas mit dieser Situation, mit dieser kollektiven Erleichterung und der Ungewissheit vielleicht, was passiert denn jetzt überhaupt, damit kann man heute durchaus etwas anfangen und das kann heutigen Generationen auch etwas sagen. Wenn auch die Gefühlslage von Menschen schwer in einem Museum ausstellbar ist,
So hilft die Ausstellung 75 Jahre Kriegsende – Erinnerungskultur in Oldenburg im Stadtmuseum jeden, der zumindest eine Vorstellung vom 3. Mai in Oldenburg haben möchte und an den Wandel der Erinnerung an das Kriegsende, der bis heute andauert. Die Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie werden langsam etwas gelockert. Es gibt kaum jemanden, der nicht davon betroffen war oder ist. Zu den Betroffenen gehören natürlich auch die Weser-Ems-Hallen. Zunächst bis zum 31. August sind Großveranstaltungen in Deutschland weitgehend untersagt. In Oldenburg trifft dies vor allem auch die Weser-Ems-Hallen, in denen unter anderem Messen und Sportveranstaltungen mit vielen tausend Besuchern stattfinden. Zu Beginn der Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen im März war noch nicht klar, welche Ausmaße diese gerade in der Veranstaltungsbranche mit sich bringen würden. Kim Gütebier, Zentralbereichsleiter für Marketing und Kommunikation, erinnert sich zurück. Also es war am Anfang natürlich schon eine krasse Situation, weil man gar nicht, glaube ich, überreißen konnte, was da über einen herfällt. Wir haben uns ja wirklich Anfang Mitte März war das, kurz vor unserer Messe Multit, auf der Pressekonferenz noch drüber unterhalten, wird die Messe denn stattfinden, und wir sind einfach aufgrund von nicht vorliegenden Beschlüssen oder sowas davon ausgegangen, ja, wird wohl stattfinden, es sei denn, wir erfahren noch was Gegenteiliges. Und tatsächlich kam ja wirklich einen Tag später direkt dann der Beschluss, dass eben auch Großveranstaltungen untersagt werden. Und ich glaube, damals war so der erste Step, dass man wirklich gesagt hat, okay, bis Ende April zunächst. Und insofern war für uns klar, okay, jetzt kommt eine Phase, wo wir viel zu tun haben werden, weil viele Konzerte, viele andere Termine, die wir hier in den Hallen ja auch haben, sind ja nicht nur öffentliche Veranstaltungen, sind ja auch viele geschlossene Veranstaltungen von Unternehmen, die hier Tagungen abhalten etc. Das muss jetzt alles irgendwie angepackt werden. Es muss mit den Veranstaltern gesprochen werden. Wir müssen Terminverlegungen organisieren mit den Konzertveranstaltern, die ja gleichzeitig nicht nur unseren Standort im Blick haben, sondern die ganze Tour. Und insofern ist natürlich da relativ viel Arbeit auf uns zugekommen und bis heute auch noch viel zu tun. Vielen Ausstellern bei Messen beispielsweise oder auch Künstlern musste somit abgesagt werden. Gütebier darüber, wie die Kommunikation ablief, nachdem dies klar wurde. Naja, Verständnis war auf jeden Fall da, weil es war ja nicht von uns erdacht, sondern es ist einfach höhere Gewalt. Es ist einfach klar, dass es jetzt so ist. Und natürlich ist es bei vielen Ausstellern zum Beispiel von Messen eine Existenzgrundlage, die irgendwo wegfällt. Ne? Es gibt ja wirklich Aussteller, die machen nichts anderes, als auf Messen unterwegs zu sein. Für die ist jetzt quasi wirklich alles weg. Er berichtet weiter darüber, wie die Situation nun für die über 40 Mitarbeiter und Auszubildende ist. Also Entlassungen sind kein Thema, zum Glück. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Stadt Oldenburg und insofern glaube ich ganz gut abgesichert. Die Stadt Oldenburg steht ja auch, was Finanzen angeht, Gott sei Dank sehr, sehr gut da. Kurzarbeit ist gleichwohl ein Thema, über das wir uns Gedanken gemacht haben und das wir auch im Moment am Organisieren sind. So wie es aussieht, werden wir wohl ab Mai in die Kurzarbeit gehen, zumindest teilweise. Teilweise deshalb, weil ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt durchaus Abteilungen bei uns, die haben richtig viel zu tun. Unser Geschäft ist ja auch nicht nur so zu sehen, dass wir jetzt sagen, ja gut, jetzt ist Mitte März bis Ende August, findet hier nichts statt, also haben wir nichts zu tun. Unser Geschäft fängt ja weit vor einer Veranstaltung an und geht ja auch nach einer Veranstaltung weiter. Insofern planen wir natürlich unsere Termine 2021, 2022 und auch 2023 schon. Und ja, da gibt es nach wie vor natürlich viel zu tun. Frühestens ab 1. September sei eine Wiederaufnahme des Regelbetriebs wieder möglich, so Gütebier. Die Situation sei für alle schwierig. Konzepte für die Wiederaufnahme im Sinne von, man fährt jetzt irgendwie langsam hoch oder sowas, gibt es bei uns nicht. Entweder es findet eine Veranstaltung statt oder sie findet nicht statt. Im Moment gibt es die Beschränkung, dass alle Veranstaltungen unter 1000 Personen stattfinden könnten. Machen wir nicht, weil wir keine Auflagen haben und kennen, die besagen, wie es abzulaufen hat, ob da jetzt ein Mindestabstand einzuhalten ist oder sowas. Im Einzelhandel sind Flächen unter 800 Quadratmeter erlaubt. Wir haben hier deutlich größere Flächen, deshalb bewegen wir uns in so einer Grauzone. Und insofern ist es für uns im Moment einfach keine Option, irgendwas zu veranstalten. Ab September geht es weiter und welche Auflagen es dann zu erfüllen gilt, das werden wir sicherlich ein paar Wochen vorher dann erfahren.
und uns dann darauf entsprechend einstellen. Und so lange müsse man eben, wie in vielen anderen Branchen, durchhalten. Denn auch beispielsweise Firmen, die das Catering für die Veranstaltungen der WSM-Zahlen übernehmen oder für Sicherheit zuständig sind, haben momentan wenig bis gar nichts zu tun. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich frühestens Ende diesen Jahres die Lage normalisiert und die Oldenburger dann auch wieder Messen und Sportveranstaltungen in den WSM-Zahlen besuchen können. Auch die Fridays for Future-Bewegung hatte unter der Pandemie zu leiden. Wie Demonstrationen unter Einhaltung von Abstandsregelungen funktionieren, haben meine Kollegen Jannik Feldmann und Frederik Britz erkundet. Auch wenn der Coronavirus die ganze Welt in gewisser Weise lahmgelegt hat, gibt es Themen und Probleme, die sich durch die Pandemie nicht aufhalten lassen. So auch der Klimawandel. Nun ist es durch die bestehenden Regelungen allerdings deutlich schwieriger, auf diesen zum Beispiel durch Demonstrationen aufmerksam zu machen. Ole Proschitzky ist einer der Organisatoren von Fridays for Future und erklärt, warum es gerade in Zeiten von Corona wichtig ist, weiter demonstrieren zu können. Wir haben natürlich gemerkt, dass unsere komplette Machtbasis im Prinzip darauf beruht, dass wir Menschen vernetzen, Menschen zusammenbringen und den öffentlichen Diskurs so beeinflussen können. Und wir merken das natürlich in solchen Zeiten gerade, dass diese Machtbasis wegfällt. Und unsere Verbündeten sitzen eben halt zum größten Teil nicht in den Parlamenten oder in der Regierung oder in den Hinterzimmern der LobbyistInnen, die jetzt die Politik beeinflussen können. Und genau deswegen möchten wir zeigen, dass wir eben trotzdem noch da sind, auch wenn wir hier unter stark eingeschränkten Bedingungen demonstrieren müssen. 80 Teilnehmende wurden für die Veranstaltung von den zuständigen Behörden zugelassen. Ole von Fridays for Future darüber, wie sie die Kundgebung organisieren und gewährleisten konnten, dass die Vorgaben eingehalten werden. Dieses Mal sind wir quasi im rechtssicheren Raum. Die Versammlung wurde schnell genehmigt, nachdem wir die Montag angemeldet haben. Natürlich ist das eine andere Situation als sonst. Eine bestimmte Menge von Leuten, ungefähr 30, haben wir quasi vorangemeldet bekommen. Also wir haben gesagt, wenn ihr an der Versammlung teilnehmen wollt, dann schreibt uns am besten im Idealfall davor, damit wir wissen, wie viele Menschen kommen möchten, und kommt nur in absoluten Notfällen, wenn ihr das irgendwie zeitlich nicht anders planen könnt, spontan vorbei. Und außerdem ist der komplette Schlossplatz hier gerade abgeriegelt worden von der Polizei, und wir haben an allen Ausgängen und Eingängen zum Schlossplatz OrdnerInnen platzieren müssen, und diese weisen die Menschen eben darauf hin, dass sie entweder an der Versammlung teilnehmen können oder dass sie quasi außenrum gehen müssen. Und hier auf dem Schlossplatz sind auch überall genau 80 Markierungen gesetzt worden mit Kreide, damit wir quasi kontrollieren können, wie viele Menschen aktuell an der Versammlung teilnehmen. Viele Bereiche, die das Klima maßgeblich beeinflussen, wie beispielsweise die Tourismusbranche, sind aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit lahmgelegt. Auch wenn hierdurch zum Beispiel die CO2-Werte etwas sinken, dürfe man nicht auf so etwas wie eine Pandemie warten, sondern müsse sofort handeln. Wir sind bei solchen Vergleichen immer sehr, sehr vorsichtig, weil wir natürlich nicht möchten, dass irgendwie menschliches Leid erhöht werden muss, damit die Klimakrise abgewendet wird. Genau das ist es ja auch gerade nicht, wenn wir für Klimagerechtigkeit einstehen, dass wir nicht möchten, dass Menschen dafür mehr leiden müssen. Aber wir könnten vielleicht die Erkenntnis daraus ziehen, dass es unbedingt eine Veränderung in den Produktionswegen geben muss und dass wir nicht mehr darauf setzen können, in Zukunft, dass unsere Wirtschaft unglaublich unendlich weiter wächst. Aber das möchten wir eben nicht durch eine Krise erreichen, sondern durch geplante Transformation, die jetzt endlich geschehen muss. Und wir können eben nicht auf Epidemien warten, damit sich unsere Luftwerte verbessern oder damit weniger CO2 emittiert wird. Das muss eigentlich durch eine Transformation geschehen. Wann Demonstrationen wie noch vor einigen Monaten wieder erlaubt sein werden, ist noch nicht abzusehen. Sicher ist jedoch, dass durch den Virus Organisationen wie Fridays for Future ihre Arbeit nicht ruhen lassen und auch ohne große Demonstration für den Klimaschutz kämpfen werden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Sie sehen die nächste Aktuell-Sendung am Mittwoch.